So, hallo, ich grüße euch. Machen wir jetzt weiter mit dem Teil 19 unserer Reihe. Und zwar befassen wir uns jetzt erstmal mit der Landtagswahl in Sachsen und in Thüringen. Ja, ihr wisst, wir haben ja dort Kandidaten aufgestellt und das war natürlich auch alles sehr kurzfristig, weil die Vorbereitungszeit da einfach nicht gereicht hat. Und in Thüringen war es wohl so gewesen, dass wir ziemlich knapp dran waren. Und die Stadt Erfurt hat 80 Unterstützungsunterschriften einfach nicht gewertet oder irgendwelche Anmerkungen gehabt, die sie uns aber nicht offengelegt haben, wo wir bezweifeln, dass das korrekt war. Man wollte einfach nicht, dass wir die erforderliche Zahl der Unterstützungsunterschriften zusammenkriegen. Und der Landeswahlleiter hat uns versprochen, dass wir die einzeln angucken dürfen. Und als wir da waren und wollten das einsehen, da hieß es auf einmal, nee, die Unterlagen sind nicht da, die sind nicht greifbar und was auch immer. Also es ist zu vermuten, dass hier an dieser Stelle schon was nicht stimmt. So, und dann waren wir im Landtag in Erfurt und wollten die Unterlagen sehen, weil die angeblich dort gelegen haben sollten. So, und da hatte sich jemand. Ja, haben wir uns dann angemeldet und wollten also dorthin zu dem Verantwortlichen, der diese Wahlprüfung macht. Ne? Weil wir wollten das einfach wissen, was die Stadt Erfurt hier, dass die 80 Unterstützungsunterschriften rausschreien. Es ist nicht ungewöhnlich, dass immer Dreier, Vierer oder Fünfer rausfallen. Ne? Aber da hätte man ja losgehen können, hätte sagen können, du hast ja hier unterschrieben, du hast ja irgendwie entweder eine Zahl im Geburtsdatum falsch oder du hast ja eine Hausnummer falsch oder was auch immer. Die Leute wissen ja, wo sie wohnen. Also brauchen die sicherlich auch ordentliche Einträge ein. Und wenn das Melderegister aber nicht stimmt, weil sie, was weiß ich, irgendeine Meldung versägt haben oder was man nicht übertragen hat, ist das ja nicht unser Problem. So. Und das zu klären, das haben sie uns untersagt. Und die haben also so getan, als würde diese Funktion in dem Landtag geheim sein. Da muss man sich mal überlegen, also wenn eine Wahlprüfungsinstanz in dem Landtag geheim ist, da ist doch irgendwas faul. Ne? Dann haben wir reingeguckt in dem Organigramm vom Landtag in Thüringen und festgestellt, dass die Position ja auf der Webseite, in der Seitennavigation dort benannt ist. Also wissen wir auch, wer es war. So, und da sind wir also dann, haben wir dann Beschwerde eingereicht, wir haben aber die Unterlagen nicht zu sehen gekriegt. Also es ist einfach, man hat uns mitten während der Wahlprüfungsperiode denn die Kontrolle und das Recht abgesprochen, diese angeblich unrichtigen Unterstützungsunterschriften zu kontrollieren. Wir wollten wissen, was an welcher Stelle nicht korrekt sein soll. Dann hätten wir uns kümmern können und hätten entweder rausgekriegt, jawohl, das ist falsch. Oder die Behörde hat sich geirrt. So. Also ist stark davon auszugehen, dass diese 80 Unterstützungsunterschriften, dass da was gedreht worden ist, damit also die Partei nicht antreten kann. So, das ist erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben in Thüringen im Landtag festgestellt, dass der sogenannte 6. Landtag aufgelöst worden ist, bevor die Wahlanfechtungsfrist rum war. So, das ist schon mal nicht möglich. Es hat nämlich der 6. Landtag zunächst über die Wahlanfechtung seiner eigenen Periode zu entscheiden, bevor überhaupt eine Entlastung geben kann. Und das hat man gemacht, weil die genau wussten, dass wir mit unserer Wahlanfechtung auch Erfolg haben, weil wir nämlich an der entscheidenden Stelle angesetzt haben, nämlich dass das Staatsangehörigkeitsgesetz ungültig ist. Und vor allen Dingen ist ja noch das Schöne, dass er in den gesetzlichen Grundlagen, die der Landeswahlleiter zur Wahl veröffentlicht hatte, da hatte er das STAK vom 2013 als Grundlage der Wahl genommen, hatte das auch auf der Homepage gelistet als Wahlgrundlage. Und dieses Gesetz ist im Bundesgesetzblatt überhaupt nicht veröffentlicht gewesen. Warum wohl? Na, weil alle Staatsangehörigkeitsgesetze fehlerhaft sind, weil das Ausfertigungsdatum immer noch aus dem Kaiserreich ist. Und das lässt sich auch nicht ändern, weil die Bundesrepublik nun mal als Nichtregierungsorganisation angemeldet wurde und ja als Staat. So, also gibt es kein Fortschreiten der Gesetze im Land, sondern immer nur im Bund. Und der Bund selber ist einfach nur eine private Zusammenkunft, ein Privatkonstrukt, was durch die Wahlen entsteht, weil eben viele dieses Parteiensystem und diese Parteiendiktatur gewählt haben. Deswegen gibt es den Bund. So, und deswegen hat er aber noch lange nicht in die Landesangelegenheiten reinzureden, weil das Land selber, und darunter verstehe ich immer nur die Bundesstaaten, die haben die Autorität, hier über Gedeih und Verderb von Grund und Boden zu bestimmen und niemand anders. So. Wenn sich dann noch ein Bundesland bildet, was aber auch wieder als Firma in den USA registriert worden ist, dann ist das auch wieder nur ein Privatkonstrukt, eine Untergliederung des Bundes,
aber keine staatliche Struktur. Das ist die Täuschung, die immer gemacht wird. So, und dann kann ich natürlich mit einem gelben Schein, also wo in Bescheinigung, wo oben ein nichtstaatliches Logo drauf steht, auch keine staatliche Legitimation erhalten. Die kann ich nur aus einer Gemeinde, einer kreisfreien Gemeinde oder vom Kreisrat bekommen. So, und diese Kreisräte sind alle angewiesen, dass sie uns keine gültige Staatsangehörigkeit ausstellen. Das ist der Punkt und das ist der Betrug, der hier gemacht wird. Und warum wird es gemacht? Weil man will uns die Grund- und Bodenrechte des Kaisers betrügen. Weil es wurde ja immer so, dass die Erbpachtrechte des Kaisers für bestimmte Grundstücke wurden immer über 99 Jahre ausgegeben, Maximum. So, und dann musste man spätestens nach dieser Zeit sich wieder melden, ja, ich will das Grundstück weiter bewirtschaften. Und dann war das sozusagen weitere 99 Jahre. Und es konnte immer vererbt werden, deswegen hieß es Erbpachtrecht. Es gab im kaiserlichen Recht, also im staatlichen Recht, kein Eigentum an Grund und Boden. So, und jetzt versucht man sozusagen Folgendes, uns hier die 99 Jahre die Staatsangehörigkeit zu entziehen, damit wir nicht in der Lage sind, diese Erbpachtrecht an Grund und Boden wieder neu anzumelden. Weil es gibt erstens mal schon kein Amt, was es entgegennimmt, und es gibt keine Staatsangehörigkeit, die ich nachweisen kann, um dieses Bodenrecht überhaupt zu beantragen. Ne? Weil jeder Staatsangehörige hat einen gleichmäßigen Anteil. Ein Anspruch darauf, dass er den Grund und Boden bewirtschaften darf. So. Das ist dann, dass da für bestimmte Sachen sicherlich auch Geld fließt, aber es ist auch aus dem kaiserlichen Recht bekannt, dass viele Grundstücke einfach zur Bewirtschaftung Leuten überlassen wurden, damit es in Ordnung hält, damit es gepflegt werden kann. So, und die sind dafür verantwortlich. So. Und das Recht will man uns entziehen und deswegen wird dieses Land mit ja, Wirtschaftsflüchtlinge geflutet, die teilweise auch uns Deutsche ablehnen, also unsere Kultur ablehnen und unsere Moralvorstellung abwählen und Entschuldigung, und auch ansonsten hier immer nur ja, durch kriminelle Übergriffe auffallen oder so, und dass sie keinen Willen haben, in einer positiven Art und Weise mit uns zusammenzuarbeiten. So, das ist einfach der Fakt. Das hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Ich bin ja nicht ausländerfeindlich, sondern ich bin gegen Maßnahmen, die dazu führen, dass das Land und die Ordnung und die Sicherheit hier in dem Land destabilisiert werden. Ja. Ich möchte nicht Bilder haben wie in Italien, wo also sagen wir mal, diese Einwanderer in großen Horden durch die Straße ziehen, Autos verbeulen, Häuser anbrennen. So, das will ich hier in diesem Land nicht haben. So, das ist mein gutes Recht. Das kann ich auch fordern und da kann ich auch die Regierung dafür in die Pflicht nehmen, dass sie sowas unterbindet. Ja, da wir aber keine ordentlich gewählte Regierung haben, sondern alles nur in Selbstermächtigung und per Notstandsleiter, die sich aber dann auch nicht an die Gesetze halten, funktioniert, haben wir eben ja diese Probleme, dass das Volk dann endlich mal auf die Straße gehen muss. Ja, und wenn sie das nicht machen, wenn sie dann noch mit der falschen Fahne zur Demo rennen, muss ich über Abhilfe und wirksame Hilfe hier nicht mehr nachdenken. So, also, wenn also das Staatsangehörigkeitsgesetz, wie wir jetzt nur schon im Teil 7 und im Teil 17 erklärt haben, ein Fake ist, weil das Aushandlungsdatum deutet ganz klar darauf hin, welcher Gesetzestext gilt. Und das ist der vom Kaiser, vom 22.07.1913. Und solange wie das Aushandlungsdatum nicht aktualisiert worden ist, und das darf nun mal nur der Staat, und der Staat besteht nur aus einem Verweser. So gibt es keine Fortschreitung des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Wenn ich dort eine Wahlanfechtung mache, dass dieses Gesetz missachtet worden ist und auch alle neueren Veröffentlichungen überhaupt kein Inkrafttreten haben. Zum Beispiel hat das Landeswahlgesetz von Thüringen überhaupt kein Inkrafttreten. Also es ist überhaupt nicht in Kraft getreten. Es wird zwar darauf eine Wahl aufgebaut und dann wird auch ausgezählt und dann wird ein riesengroßes Palaver gemacht. Aber wenn das Gesetz nicht in Kraft getreten ist, darf danach auch nicht verfahren werden. Und das ist das, was der Landeswahlleiter eben falsch gemacht hat. Er hätte sich eine Bestätigung holen lassen müssen von einem Verweser oder von einem Notstandsleiter, der im Sinne des Verweserrechts handelt, ob er denn diese Gesetzgebung anwenden darf oder nicht. Und das hat er nicht gemacht. So. Und da er selber der Handelnde ist, ist er auch selber der Notstandsleiter und hat also auch dafür einzustehen. Und dem hat auch keiner Vorschriften zu machen. Er ist als Notstandsleiter in seinem Gebiet, das befasst nun mal die gültigen Wahlen, dafür verantwortlich, dass jeder eine gültige Staatsangehörigkeit hat. So, ansonsten kann ich nicht wählen. Und wenn wir aber wissen, dass die gesetzliche Grundlage dafür, dass die Gemeinden die Melderegister zu pflegen und zu kontrollieren haben, gar nicht existiert, kann er deiner Aufgabe als Landeswahlleiter doch gar nicht nachgekommen sein, weil er erstmal dafür eintreten muss, dass die gesetzliche Grundlage herzukommt. Und das heißt, er muss veranlassen, dass für jeden, der eine Wahlbenachrichtigung gekriegt hat,
erstmal festgestellt worden, ist er dann überhaupt Staatsangehöriger? Ja. Und überall bei denen, die nur Deutsch drinne steht und die kein anderes Dokument haben, mit dem sie die Staatsangehörigkeit nachweisen können, die sind nicht wahlberechtigt. So, und ich kann, wir haben Stichprobe gemacht, wir haben 100 Leute, haben wir losgeschickt, die Bestätigung der deutschen Staatsangehörigkeit zu kriegen von der Gemeinde, dass die einfach nur bestätigen, jawohl, da hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Wir wissen natürlich, dass die Staatsangehörigkeit nach dem STAK ungültig ist. Auch wenn die Gemeinde das bestätigt, dass wir die haben und dann ja, damit Wahlen veranstaltet, da wissen wir, dass die Wahl ungültig ist. Und wenn sie es nicht bestätigen, wissen wir, dass das Wahlgesetz ungültig ist. Also wie sie sich immer entscheiden, sie kommen aus der Nummer heraus. Weil die deutsche Staatsangehörigkeit basiert auf einem Gesetz, was mangels Ermächtigungsgesetz unwirksam und ungültig ist. Also die Staatsangehörigkeit vom 5.2.1934 von Adolf Hitler hat niemand. Auch nicht die Frau Merkel. Die sind alle keine Staatsangehörigen. Die durften alle in diesen Ämtern nicht sein. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht festgestellt, weil es keinen gesetzlichen Gesetzgeber gibt, der diese Gesetze im Bundesrepublik ausfertigen darf. So. Und deswegen haben wir das Ausfertigungsdatum immer noch aus der Kaiserzeit. Und genau diese Gesetzgebung haben alle Notstandsleute, also jeder da in der Gemeinde, in der Feuerwehr, im Rettungswesen, Polizei, was auch immer, angestellt ist, hat diese Gesetzgebung zu beachten. Und nichts anderes. So. Und wenn dann irgendeiner mit einem politischen Willen um die Ecke kommt, ja, wir müssen doch die Migranten und dann die ganzen mit ihrer ja, Gender-Mainstreaming machen und so weiter, und dann muss der Beamte sagen, nein, wir haben das kaiserliche Notstandsrecht zu behandeln. Und das geht vor. Und solange wir diese Aufgabe nicht erfüllen, können wir uns keine neue Arbeit aufhalsen. So einfach ist das. So, und die einzig wichtige Aufgabe ist, dass jeder in seinen Ausweis per notstandsrechtlicher Anweisung erstmal die korrekte Staatsangehörigkeit festgestellt kriegt. Und zwar vom Amts wegen, damit wir überhaupt eine Wahl machen können. Und solange wie das nicht festgestellt ist, kann ich keine gültigen Wahlen machen. Da kann ich auch keinen Landtag einberufen, der ja haufenweise Geld verbrät, die Leute alle im aktiven Schöpfungsprozess unseres Bruttosozialprodukts beteiligt sind und Haufen Geld kosten, Entscheidungen treffen, die rechtens, unrechtens sind. Gesetze missachten und Scheinurteile rausgeben, sowas gehört verboten. Das ist Hochverrat. Was anderes ist es nicht. So, und es ist die Aufgabe der Polizei und auch des Heeres, dafür zu sorgen, dass die Gesetze eingehalten werden sind, wie sie in der HLGO festgelegt sind. Und dort steht drinne, dass die Gesetze des Landes gilt. Und das Land sind die Bundesstaaten. So, und wenn die bundesstaatliche Verwaltung zusammengebrochen ist, weil der Besatzer gewütet hat, dann hat er umgebracht oder hat denen den Beamtenstatus aberkannt, obwohl er das nicht da, dann muss das entweder neu aufgebaut werden, weil es ist die Verpflichtung des Besatzers, die staatliche Ordnung zu gewährleisten. Die ist nicht gewährleistet, so, weil es keine staatlichen Stellen gibt. Und wenn die EU das selber feststellt, dass unsere Fahrerlaubnisse alle keine staatlichen Dokumente sind, dann haben wir doch die Bestätigung, die wir brauchen. Was anderes müssen wir doch nicht mehr diskutieren. So, und jetzt kommt die entscheidende Sache. Was passiert denn nun mit all den Leuten, die wollen, dass hier eine Veränderung passiert? Nicht, die werden losgeschickt. Ja, ich mache hier eine Reaktivierung einer Gemeinde mit einem gelben Schein, das kann ja funktionieren, weil der gelbe Schein ist die Abtrittserklärung der Staatsangehörigkeit. Weil es steht oben kein staatliches Logo drauf, es ist Logo, ein Feinstaatenlogo. Da war mal Blick, das ist ein Feinstaat zum Staat. So, wenn dort eine Staatsangehörigkeit herkommt, weiß man, dass das fake ist. Da braucht man nicht lange überlegen. Da braucht man den Rest von dem Blatt gar nicht lesen. Das staatliche Logo hat eine Krone, das ist die sogenannte Kaiserkrone, und wenn die nicht draufsteht, ist es kein Staatsangehörigkeit. Also, es gibt nur eine einzige Ausnahme, wenn der Staatsangehörigkeitsausweis mit einem Gemeindesiegel versehen ist. Dann muss aber durchstehen notstandsrechtliche Anordnung. Und zwar deswegen, weil eben die kaiserlichen Strukturen aufgrund des Krieges, des Ersten und Zweiten Weltkrieges, zusammengebrochen sind. Und da ist die Gemeinde der Notstandsleiter. Und die Gemeinde darf und muss die Staatsangehörigkeit so bestätigen, dass es erstmal die öffentliche Ordnung und Sicherheit weiter gewährleistet ist. So. Und die kann nur Notstandsleiter ernennen. So, niemand anders. Sie kann keine Verweser ernennen. Verweser kann nur der Souverän machen. Das heißt, diejenigen, die die Staatsangehörigkeit haben, die können Verweser werden. So. Und da reicht es aus, wenn man seine männlichen Vorfahren in zwei Generationen bis vor 1913 prüft und mit dieser Prüfung alle zusammenholt, die das auch erfüllen, und dann wählt man einen Verweser für ein bestimmtes Gebiet. Also wenn das zum Beispiel ein Kreis ist, dann müsste es eben über den ganzen Kreis gewählt werden. Wenn es eine größere
größere Stadt ist, eben nur für die größere Stadt. Und dann hat der Gewählte dort das Sagen. Und genau an der Stelle hat die Landkarte der BRD und der EU und der NATO und alles, was danach gemacht worden ist, ein Loch. Es zählt nämlich der Rechtsstand dessen Tages, an dem der Kaiser entmachtet worden ist, also aus dem Amt geputscht wurde. Das ist der sogenannte Rechtsstillstand. Also wenn ihr irgendwann was hört in Medien oder so, wenn es dann doch immer erwähnt wird, wird der kaum erwähnt. Der Rechtsstillstand bezieht sich genau auf den Tag, wo der Kaiser aus dem Amt geputscht wurde. So, dort hat der Staat geendet. Und alles andere ist feinstaatlich, was danach passiert ist. Und die können keine staatliche Legitimation nehmen. Die müssten erstmal ein Verweser werden. Und ein Verweser kann nie aus einem Feinstaut kommen. Also wenn da in das Bundeskanzleramt ein Verweser bestimmt, da kann es nicht sein, weil es ein Feinstaatenkonstrukt ist. Es kennen also nur die Leute, die vor Ort wohnen. Und wenn ich dann wieder lese, Heidenau und die bösen Nazis und so weiter, die einfach nur mal wollten, dass in ihrem Ort kein Chaos ist, ja, dann müssen die sich einmal in ein Festzelt mieten oder einen großen Saal, alle einholen, eine Urne auf den Tisch stellen und eine Verweserwahl machen. Und dann ist die Sache erledigt. Und dann wird das entschieden, dass hier eine Zollgrenze ist und dann haben die alle, die da kein Visum haben, dort nichts zu suchen im Gebiet. Die sind dann dort Gäste und dann haben die ein Visum und wenn die sich dann gegen das Visum aufstellen, sind sie raus. Ganz einfach. So, und dann darf auch in dem Gebiet die Gemeinde die Steuern selber erheben, und zwar selbst erheben, und darf auch eigene Beamte einstellen. Also ein Polizeier, ein Feuerwehrmann, ein Rettungsdienst, was auch immer, eigenes Funknetz, die haben dann schon eigene Frequenzzuteilung dann. So, die können das völlig ad hoc organisieren. Und die können auch bestimmen, wer die Gas und Elektro und Entsorgung macht. Und wenn die Gemeinde wieder Verträge gemacht hat mit irgendwelchen teuren Organisationen und 99 Jahren, sind die einfach zu nichtig zu erklären. Und dann fällt der Vertrag auf den Rücken, weil sie ja keine Staatsverträge haben. So, und dann kann man sich einen günstigen Anbieter raussuchen, der das macht. Und dann würden auch die Steuerlast und die Betriebskosten auf den Wohnungen erstmal auf ein normales Niveau zurückgefahren werden können. So. Und dann können die Menschen erstmal hier durchatmen. So, und dann kann die Gemeinde ihr Gebiet aufteilen in das, was die Gemeinde für sich selber braucht, also Innenstadt, Kern und so weiter, öffentliche Ordnung und Sicherheit. Und dann können gewisse Freiflächen eben per Erbpachtrecht wieder ausgeschrieben werden. Dann muss die Gemeinde eine Fortschreibung des Katasters machen. Das darf die in dem Fall auch. Da zählt nicht das, was im Grundbuch steht, sondern das, wo die Staatsangehörigkeit ihre Bodenrechte angemeldet haben. Und das ist nämlich genau das, was man uns streitig machen will. Und das darf aber nur ein Verweser machen. Also nur der Verweser des Gebietes darf an diesen Stand und an die Staatsangehörigkeit Grund und Boden per Erbpachtrecht übertragen. So, da wird kein Eigentum übergeben, sondern ein Nutzungsrecht. So, derjenige hat in dem Gebiet ein Nutzungsrecht. Der kann dort ein Haus bauen, der kann dort Landwirtschaft betreiben, der kann dort Viehzucht betreiben, der kann auch ja, machen, was er will mit dem Ding. Hauptsache, es ist zum Wohle der Allgemeinheit. Das ist also Grund, er darf das nicht verwildern lassen, er muss es pflegen. Und er muss von den Leuten, die auf dem Land Lasten haben, also Umweltschutz, Anforderungen erfüllen, da hat er Weisungsrecht. Ne? Also wenn jemand dort hier seinen Ölwechsel macht ohne ordentlichen Unterhand, dann kann er den dort zur Kasse bitten und den Boden dort entsprechend ja, in Ordnung bringen lassen und so weiter auf seine Kosten. Das darf dann so ein Verweser. Ne? Das muss er auch machen. So. Und der Verweser hat auch die Möglichkeit, Amtshilfe zu machen. Das heißt, wenn ein anderer Kreis einen noch keinen Verweser hat und die Leute wollen eine ordentliche Staatsangehörigkeit haben, dann darf der für einen anderen Teil innerhalb von den Grenzen 1914 Amtshilfe leisten. Das heißt, er darf Pässe ausstellen, er darf Erbpachtrechte bestätigen. Ja, nee, aber Pässe ausstellen darf er, weil wir müssten ja dann wieder erstmal einen Verweser wählen und er kann anderen Gemeinden helfen, eine Verweserwahl auf den Boden zu stellen. Weil es ist immer nur ein Verweser, der schon da was entscheidet. Für ein fremdes Gebiet kann es nur ein Notstandsrecht. Also der eine Verweser von dem einen Gebiet kann notstandsrechtlich was von den anderen machen. So. Aber die müssen sich dann bewegen und müssen dann selber einen Verweser wählen. Aber der könnte zumindest die Staatsangehörigkeiten bestätigen. Also alles das, was das Reich darf, darf der Verweser eines Gebietes auch. So. So, der Verweser des Reiches hat sich aber nicht in die regionalen Selbst Verwaltung reinzuhängen. Und aus diesem Grund ist genau eben die Grenze, da muss man immer genau überlegen, was gehört in die Aufgaben des Selbstverwaltungsrechts, was ist eine kaiserliche Verwaltungsgeschichte. Also zum Beispiel Pässe und Staatsangehörigkeitsbestätigung, das ist eine kaiserliche Sache. Da darf jeder Verweser für einen anderen die Bestätigung ausstellen. Er muss eben nach den gleichen Grundsätzen des damaligen kaiserlichen Reichsrechts entscheiden. Das ist ja kein Problem. Ne?
Wenn der eine überlastet ist, darf der andere Aufgaben übernehmen. So, was er nicht machen darf, ist Beschlüsse und Entscheide für irgendein anderes Gebiet ausfertigen. Das darf er nicht. Darf er nur als Notstandsleiter, dass er dort eine Anweisung trifft, bis derjenige schon das entlastet hat. Das sind genau die Sachen, die man immer überlegen muss. Also, welche Aufgaben sind dem Reichsverwalter übertragen und welche sind den Selbstverwaltern, die auch in dem Sinne lokale Verwalter sind, übertragen. Die Entscheidung ist ganz einfach zu treffen. Wenn es in die regionalen Besonderheiten eingreift, die in die Selbstverwaltung reinreichen, darf es nur ein lokaler Verwalter sein. Deswegen müsst ihr an jedem Ort ihn wählen. Es geht nicht anders. Nur der kann vor Ort entscheiden, was mit den Erbpachtrechten zu passieren hat. Und wenn wir das nicht machen, werden es andere für uns machen. Die werden uns aber das Land wegnehmen und uns vom Land jagen. Aus diesem Grund haben wir ja diese riesengroße Flut an Wirtschaftsflüchtlingen, ne? Weil die eben alle auf unser Grund und Boden Ansprüche erheben wollen, und zwar mit einer gefälschten Staatsangehörigkeit. Das ist das, was hier dahinter steckt. So, mehr muss ich jetzt dazu erstmal nicht sagen. Wichtig ist nur eins, was mir immer wieder auffällt, dass immer wieder neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Da höre ich dann wieder Leute, die haben wieder einen neuen Bund gegründet, der sich hier wieder, ich bin der Max aus der Familie Mustermann und ich bin ja Mensch und nicht Person und lautes Zeug. Es kann ja alles sein. Entscheidend ist aber, dass an dem Tag, wo der Kaiser ihn machte, dieser Rechtsstand gegolten hat. Und von dort wird die Geschichte weitergeschrieben. Und ob da im Mittelalter mal irgendwas war und im römischen Recht irgendwas war, das interessiert alles nicht. Die Entscheidungen, die an dem Tag getroffen worden sind, die der Kaiser bis vor seiner gewaltsamen Entmachtung entschieden hat, das gilt. Und soweit ich das Melderegister kenne und auch die Verfahrensweise kenne, gab es diese Unterscheidung mit Mensch und natürliche und juristische Person überhaupt nicht. Die hatten einfach ihren Namen und dann stand ihre Bundesstaatsangehörigkeit in dem Ausweis. So, und der Ausweis, eine ziemlich einfache Geschichte, war teilweise auch nur ein Heimatschein, es hat ja noch keiner so einen gebundenen, wie es heute ist, vor allen Dingen eben auch nicht mit RFID-Chip und die haben auch nicht in Euro bezahlt. So, damit ist das Thema erstmal durch. Ich brauche mich nicht um alle Konstrukte kümmern, die ja, mit Neugründungen von Gemeinden zusammenhängen, mit der Reaktivierung der Freistaatenverfassung von 1920. Das ist alles Unsinn. Das ist alles nur, damit man den großen Volkszusammenhalt stört und damit jeder in eine andere Richtung los kann. Und die eigentlich wichtige Sache, ein Verweser von meinem Ort bestimmen, nicht gemacht wird. Denn sobald er bestimmt wird, hat nur der das Recht, dort was zu unterschreiben. Und er kann auch den GEZ-Beauftragten außerhalb seiner Verwaltungsgrenzen verweisen. Wenn er sich dort nochmal blicken lässt, kann er dem eine ordentliche Ordnungsstrafe rein und darf ihn auch verhaften. So, das darf der lokale Verweser. Also wenn ihr die GEZ in eurem Ort los sein wollt, müsst ihr euch nur einig sein. Ihr müsst einen Verweser wählen und der sagt, er darf hier nicht rein. Und wenn das zugestellt wird, kann es eine ordentliche Abmahnung geben. Ganz einfach. Ihr müsst es einfach nur machen. Der Bund ist einfach nur ein Zusammenschluss, ein privater Zusammenschluss. Was anderes ist es nicht. So, und der kann natürlich auch ein Grundgesetz haben. Das kann er ja haben, ne, vor der Ordnung und Sicherheit, aber darf eben keine Staatsangehörigkeiten verändern. Deswegen legt ja das Grundgesetz auch keine Staatsangehörigkeit fest. Die beziehen sich nur darauf, dass es woanders geregelt wäre, aber diese gesetzliche Regelung gibt es eben nicht. Es gibt kein Gesetz, wonach diejenigen, die in den Ländern wohnen, eine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Die haben die nicht. Ne? Die bezeichnen nur was als deutsche Staatsangehörigkeit. Die Zusammenfassung der Bundesstaaten. Das können Sie ja machen. Aber Sie müssen uns erstmal die Bundesstaaten geben. Und dann können Sie sagen, das ist alles, diese 26 Bundesstaaten, Staatsangehörigkeiten, das ist die deutsche Staatsangehörigkeit. Das habe ich ja gar kein Problem damit. Das ist einfach nur eine Zusammenfassung. Aber es gibt eben nicht diese deutsche Staatsangehörigkeit, weil das Gesetz vom 5.2.1934 ungültig war. Weil das Ermächtigungsgesetz dazu ungültig war. Das Ermächtigungsgesetz hätte, wenn es gültig gewesen wäre, Hitler als Verweser eingesetzt. Er ist aber nicht, er war Notstandsleiter und nichts anderes. Weil die Wahl zum Ermächtigungsgesetz hinuntergefallen ist, wegen Wahlbetrug und weil er eben Leute nicht zur Abstimmung zugelassen hat. Das ist der Punkt. Am Ermächtigungsgesetz hängt die ganze Geschichte. So, wenn es ungültig ist, fällt alles andere hin runter. Also alle Gesetzgebungen, die nach dem 23.03.1953 entstanden ist oder angeblich in Kraft getreten ist, ist ungültig. Und da fällt die Staatsangehörigkeit vom 5.12.1934 logischerweise auch mit unten runter. So, es gilt also aus diesem Grund nur der Rechtsstand von dem Tag, wo der Kaiser entmachtet wurde. Und von dort an wird gezählt. Von dort an wird das Protokoll fortgeschrieben. Und wenn der Verweser festlegt, nee, die Gesetze der Bundesrepublik sind ungültig, dann fällt das rückwärts alles auf den Rücken. So, und dann müssen die ganzen Notstandsleiter, die irgendwo in dem Land mal irgendwas gemacht haben, die
Rentenreform und Sozialreform und Hartz IV und was, und die müssen alle privat dafür einstehen. Die müssen selber privat dafür einstehen, für das, weil sie im kaiserlichen Recht abgewichen sind. Ja, das wird eine lustige Geschichte. Jeder einzelne Sachbearbeiter, der irgendwo in der AGA oder im Jobcenter sitzt und eben Bewilligungsbescheid verweigert hat, der haftet privat unbeschränkt. Und das werde ich auch durchziehen in meinem Falle. Ich werde die alle in Haftung nehmen. Ja, da könnt ihr auf und nieder hoppen und kriegen, oh, meine Familie und mein Haus ist weg und mein Auto ist weg, oh, ist es ein weg. Und ihr habt es doch gewusst, ich habe es euch schon jedes Mal erklärt. Ich habe da auch gar kein Problem, ich habe da auch überhaupt kein Mitleid. Weil mit uns machen sie es ja auch nicht anders. Ja, alles, was wir machen müssen, ist uns zusammenhocken und sagen, so geht's lang. So, und da kann die Regierung auf und nieder hüpfen und sagen, oh, das sind alles Nazis. Nee, sind es eben nicht. Das sind Leute, die mit der Veränderung, die über uns hereinbrechen sollen, nicht einverstanden sind. Wir haben ein Land, das dürfen wir verteidigen. Und wir verteidigen das nicht mit Gewalt, sondern wir verteidigen das, indem wir zusammenstehen und einen Verweser wählen und der sagt, das wird gemacht und alles andere wird nicht gemacht. So. Und dass wir dann Polizeier und alle, die eben auch bewaffnete Organe sind, mit dazu holen zur Unterstützung, das ist doch völlig klar. So. Und dass dann ein paar Politiker eine Handschelle rankriegen, ist eben so. Ne? Die haben es ja gewusst, die kennen doch, die haben es doch selber gefälscht, das Gesetz. Also stehen sie dafür ein. Das ist ganz einfach. Wenn ich sowas mache wie in Thüringen, dass ich einfach ein Land da vor der Anfechtung, vor Ende der Anfechtungsfrist neu einsetze und die AfD dort mit reinhole und die AfD dann noch sagt, ja, das, was ihr gemacht habt, ist alles richtig, dann weiß ich, dass das Wahlbetrüger sind. Da brauche ich nicht lange überlegen. Sobald die in den Landtag einziehen und eine Entscheidung treffen vor der Ende der Wahlanfechtungsfrist, sind sie mit dabei. Und da brauche ich mir auch keine Hoffnung machen, dass die irgendwas reißen in dem Land. Das machen die nicht, weil die ja mitgemacht haben. Ihr könnt euch das Video vom Landtag in Thüringen ja mal angucken. Nur die haben ja nicht einmal verlangt, zu erklären, warum und wieso das zusammenhängt. Ich bin nämlich auch, dadurch, dass ich Regionalverbandsvorsitzender bin, habe ich in Sachsen und in Thüringen was zu sagen. Ja, ich habe ja durch den Regionalverband im Ost, da erstreckt sich auch über Thüringen. Ich habe in Thüringen zu sagen, was dort passiert und was nicht. Und ich muss mich natürlich mit meinem Landesvorsitzenden unterhalten. Ja? Ich stehe nicht über dem und der auch nicht über mir, sondern wir verwalten das. Wenn er eine gewisse Sache nicht schafft, darf ich das für ihn auch machen. Und wenn er mich beauftragt hat, die Wahlanfechtung dort einzureichen, dann gilt die. Und deswegen machen wir zusammen auch eine Strafanzeige. Wir werden jeden Einzelnen, der die Wahlanfechtung im Thüringer Landtag blockiert hat und der uns verhindert hat, dass wir das kontrollieren, werden wir strafrechtlich zur Verantwortung ziehen. Das lassen wir auch nicht. Wir haben ja 2 Jahre Zeit. Ne? Wir können ja uns 2 Jahre Zeit lassen. Wir werden das machen, wir werden das bis zur letzten Konsequenz durchziehen, bis zum Hochverratsanzeiger. Wir lassen das mit uns nicht machen, wir lassen uns auch nicht über die Unterstützungsunterschriften betrügen. Dann müssen sie eben die Wahl nochmal wiederholen, aber dann müssen sie erstmal ihre Staatsangehörigkeiten feststellen. Und da ist der Landeswahlleiter, ist persönlich dafür verantwortlich, dass er über jeden einzelnen Nachweis führen kann, dass er die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Und das kann er nicht, weil das habe ich nur gerade erklärt, dass es nicht funktioniert. Ja. Und wie es geht, habe ich auch erklärt im Teil 17, 18, ja, dass eben der Reisepass die einzige Möglichkeit ist, die ordentliche Staatsangehörigkeit zu bestätigen, weil im Personalausweis gibt es keine Anhangszeiten und eine Personaleigenschaft ist hier für den Deutschen, also für uns, den Bundesstaatenangehörigkeit, überhaupt kein möglicher Ausweis, weil wir sind kein Personal einer feinstaatlichen Verwaltung. Das ist auch noch HLKO nicht erlaubt. Ich muss einer feinstaatlichen Verwaltung nie den Treueeid leisten. So, und jeder, der in der Bundesrepublik einen Amtseid geleistet hat, der hat einen feinstaatlichen Eid geschworen. Da wird auch nie wieder Verwalter und Beamter sein können. Ne? Sobald das System umgefallen ist, ist er arbeitslos. Weil die neue Verwaltung, also sagen wir dazu Revolutionsrat noch 1 Euro, sollen dann irgendwelche Leute sein, die sich dann ja, hier die Macht an sich reißen. Und die dürfen die nicht als Beamte einstellen. Ne? Einfach. Ich gehe zu denen einfach hin und sage, der und der und das und das gemacht. So, dann sind sie dran, sind sie Mode. Und wir wissen ja, neue Bessen Kerngut, da habe ich gute Hoffnung, dass es hier anders lang geht. Und dass es vor allen Dingen EU-feindliches Regime wird. Ob das dann ein volksfreundliches Regime ist, das haben wir in der Hand. Wir müssen einfach schneller sein und eine eigene funktionierende Verwaltung auf den Weg bringen. Und die funktioniert nur über einen Verweser. So. Und als jeder einzelne Ort ist er selber dafür verantwortlich, dass sich der Ortschaftsrat zusammensetzt und sagt, mal auf, und so geht's lang. Außerhalb jeder Partei. Ne? Es gibt im kaiserlichen Recht keine Parteien. Jede Partei ist gegenüber dem Staat feinstaatlich. Ja? Die Parteien sind Erfindung der Weimarer Republik. So, und die ist sein Staat. So. Es gibt also dann später nur noch
Direktkandidaten, so, die müssen mit die haften mit ihrem Privatvermögen, privat unbeschränkt, ohne Privatinsolvenz für das, was sie machen. So. Ist eine Fortsetzung des Notstandsleiters, aber mit dem Unterschied, wenn der Verweser gewählt ist, der Verweser kann dann sagen, jawohl, der hat seine Arbeit ordentlich gemacht, in jedem Quartal, dann wird das ja dann quartalsweise irgendwie aufschlüsseln, aber dann in jedem Quartal kriegt er eine Entlastung oder kriegt dann keine Entlastung. Wenn er irgendwelche Mist gebaut hat, kriegt er dann keine. So funktioniert das. So, gut, machen wir dann im Teil 19, nee, was haben wir, 20, ne? Können wir dann machen, leider.